Er übernahm Manchester United in der Krise. Nach einer Horrorsaison unter David Moyes verpasste der dreimalige Champions League-Sieger erstmals seit einem Vierteljahrhundert das internationale Geschäft. Doch nur ein gutes Jahr später glaubt Louis van Gaal fest an den nächsten Titel in der Königsklasse. Und das noch vor seinem Vertragsende 2017. Glauben Sie, dass das Team sich in dieser Zeit noch entscheidend verbessern kann? I hope so. Das hoffe ich. I hope so. Ist das realistisch? Yeah, ja, das ist es. Das Selbstvertrauen des Niederländers ist derzeit schier grenzenlos. Erstmals nach dem Abschied von Sir Alex Ferguson steht United wieder an der Spitze der Premier League. Doch die Pleite beim Champions League-Auftakt gegen die PSV Eindhoven bremst die Euphorie. We need still time to improve. Wir brauchen immer noch Zeit, um uns weiterzuentwickeln. Um die Meisterschaft oder einen Wettbewerb wie die Champions League zu gewinnen, müssen wir uns weiter verbessern. Wir steigern uns immer mehr und das sehe ich jede Woche. Gegen den VfL Wolfsburg wollen die Red Devils nun ein Ausrufezeichen setzen. Und einer kennt die Truppe aus der Autostadt ja bestens. Absolut. I scored my first goal. Ich habe mein erstes Tor in Wolfsburg geschossen. Deshalb habe ich ganz gute Erinnerungen. Ich freue mich auf das Spiel. Das wird eine große Herausforderung für uns. Natürlich habe ich auch ein paar Freunde in dieser Mannschaft. Besonders Dante kenne ich sehr gut. Aber ich freue mich auch, die deutschen Nationalspieler wiederzusehen. Also looking forward to see them tomorrow. Die Wölfe werden es Bastian Schweinsteiger und Co. aber definitiv nicht leicht machen. Im Old Trafford wird sich dann zeigen, wie realistisch Van Gaals Titelambitionen wirklich sind.